Servus aus dem kalten München. Wir haben Dienstagabend. Es ist der 13. Dezember. Ich ziehe den Film vor, weil morgen Abend bin ich wahrscheinlich da und da kommt sowieso die Fett. Da müsste ich da wahrscheinlich schon ein bisschen warten. Deswegen ziehe ich den üblichen Mittwochsfilm vor. Auf jetzt. Und mache dann Donnerstagmorgen dann einen Nasdaq und Dow Jones nach den jeweiligen Zinsberichtigungen. Also das war ein heftiger Tag, das muss ich schon sagen. Hier sieht man das gar nicht so sehr, aber diese eine Kerze, die wir hatten, vom Volumen her, also von Tiefskurs zu Höchstkurs, die hat ja fast die ganze Range hier durchlaufen. Also das war schon erstaunlich. Und dann sind wir hoch über die 14.590, über dieses schraffierte Plateau. Da konnte man richtig sehen, wie die Shorts gegrillt wurden. Das war meine Meinung. Das war noch nicht mal eine Buyer Stampede. Ich meine, da kamen ja die Verbraucherpreise, 7,1 statt 7,3% wie erwartet im Jahresvergleich in Amerika. Und das hat dann gleich mal 200 ein paar zerquetschte Punkte gebracht. Aber dass er dann wieder reinfällt, das ist bitter. Das werden wir gleich in 4 Stunden und im Stundenchart sehen. Nach den Scheinen gibt es noch eine Mini-Analyse zu Lufthansa und Puma. Da kamen ein paar Sachen, das kommt nach den Scheinen. Wir haben jetzt rein vom Chart her als erstes mal diesen nächsten Widerstand 14.721. Aber nachdem wir jetzt diese 14.590, tja, einmal kurz überboten haben und dann wieder deutlich unterboten haben, sogenannter False Breakout, ist das natürlich hier eine ganz kitzlige Geschichte. Das ist eigentlich das, wovor ich gewarnt habe. Das kann heftig werden. Ja, und dann, ich habe immer mal so einen Peak erwartet. Ob es das jetzt schon war, weiß ich nicht. Von der Tagestechnik sind wir hier weiter positiv, das ist in Ordnung, also neutral bis leicht positiv und auch über die Stochastik. Und vom Chart her bleibt die wichtigste Unterstützung 14.135 und die 14.590 gibt es nach wie vor. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Gucken wir mal auf 4 Stunden. 4 Stunden hat er natürlich hier unten über die Stochastik einen bösen Knick bekommen. Bei diesen beiden Nachbarkerzen hier. Also das war schon, das muss ich sagen, das ist schon heftig. Vor allem, das war durchaus mit Volumen. Nochmal, also da wurden eine ganze Menge Shorts gegrillt. Ich meine, dass der Markt sauber ist. Eigentlich müsste man jetzt davon ausgehen, dass er weiterfällt. Ja, weil das ist ein brutales Versagen hier. Wie gesagt, der Fachausdruck ist False Breakout. Von hier kann ich momentan nicht allzu viel erwarten vom MACD. Das ist neutral, leicht positiv. Aber vom 4-Stunden-Chart ganz übel. Außenband raus, wieder ins Band rein. Also das gefällt mir gar nicht. Sieht man das ganze Übel auf dem 1-Stunden-Chart noch viel mehr. Hier sind die 14.590 dran, ganz kurz gehalten. Ich weiß nicht, das war vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten und damit Schmackes drüber. Und hier begann die Grillage. Dann so eine Kerze hier. Das ist auf Stundensicht, das ist ein Big Black Bozu, weil er ummantelt diese Kerze hier. Das ist bitter. Das ist einfach bitter, auch hier schon. Verkaufssignale über die Stundentechnik, Verkaufssignale über die Stundenstochastik. Also ich muss davon ausgehen, ich gehe mal auf den Tageschart zurück, dass wir uns erstmal weiter in der Range bewegen. Aber es kommt ja morgen die Fed. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche wilden Überraschungen gibt. Der hat gesagt 0,5, der gute Herr Paul. Eine Überraschung wäre, wenn er sagt, wisst ihr was, wir machen jetzt mal nichts, lasst mal Weihnachten passieren. Das wäre natürlich eine positive Überraschung. Ich rechne nicht mit 0,75. Wie gesagt, 0,5 ist für mich das Maximale. Viel interessanter wird der Donnerstag. Die EZB hat, naja, ich nenne es mal Bringschuld. Und die sollten schon bei 0,75% bleiben. Wenn sie weniger machen, geht hier auch wieder die Zinsspekulation los. So von wegen, ja, wir haben so eine Art Zinspeak gesehen. Ob das jetzt nicht zu verfrüht ist? Ich wäre vorsichtig, das im Winter zu machen. Gerade jetzt hier mit den Energiekosten, also ich bin mir da nicht so sicher, aber der Donnerstag wird meines Erachtens nach interessanter als der Mittwoch. Und tja, Freitag haben wir den großen Verfalltermin. Also da stehen noch ein paar ganz dicke Klöpper bei uns davor. Ich habe heute mehr oder weniger alles geschlossen. Ich hatte Adidas, Bayer und die MDAX-Calls. Und dann habe ich das ausgenutzt, als wir hier oben waren, und habe es einfach mal drauf geschaut. Die letzten 10 Cent habe ich im Markt gelassen. Das wird mir dann egal, aber ich bin jetzt ziemlich, ziemlich glatt. Ich möchte mich eigentlich in den nächsten 2 Tagen oder 3 Tagen eher aufs Daytrading konzentrieren, statt Positionen hier über mehrere Tage zu haben. Von den Scheinen her. Diese beiden Calls habe ich ein bisschen angepasst. Ja,
Der eine ist der, nennen wir es mal, gemütlichere mit 16er Hebel. Das ist die 13.613, da sind wir hier. Den gucke ich mir insbesondere dann an, wenn wir nochmal auf diese schraffierte Linie hier gehen, bei 14.150, wenn wir da überhaupt hingehen. Das ist die GZ2 ZFB. Dann habe ich einen, der ist ein bisschen heißer. Der liegt eben an dieser schraffierten Linie. Das ist momentan 24er Hebel, das ist die KH0 Cäsar Bertha Bertha. Im Moment handeln wir bei 14.500, 550 Punkte weg. Es geht, das ist ein schneller Schein. Auch hier gucke ich mir an, wie der sich verhält, wie der Markt sich verhält. Sollten wir nochmal auf diese schraffierte Linie gehen? Ein Kauf wäre es, wenn wir nochmal drüber gehen, über die 14.590. Aber der muss dann auch mal länger als eine Stunde, eher so ein 4-Stunden-Teil da oben bleiben und schließen. Weil das war wirklich bitterböse. Die Puts habe ich gelassen, wie sie waren. Das sagen wir der 15.266er, da sind wir hier. Finde ich, hat genügend Spielraum. 18er Hebel im Moment. Das ist die KG8 WJ5. Und dann habe ich einen, der ist dann ganz hier oben. 15.568, das sind 13er Hebel. Die GX769R. Tja, also nochmal, das ist nicht schön. Es gibt da, ich sage das immer wieder ganz gerne, aber auch neulich beim Webinar gemacht mit dem Wieland Alt, diese Expander-Strategie raus aus dem Band und wieder rein, ist alles andere als gut. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich habe gesagt, deutsche Lufthansa. Ich weiß nicht, ich bin ja hier in München. Also hier kommt jeden Tag im Radio Werbung, wir suchen 20.000 Leute. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden sie das in jedem Bundesland machen. Aber die Lufthansa hat jetzt eins gemacht. Und zwar, sie hat bekannt gegeben, dass die Prognosen, das EBIT bei 1,5 Milliarden liegen wird. Also als Prognose. Angenommen wurden nur 1,1 Milliarden. Das ist gut. Man schätzt einen Nettogewinn von 55 Cent pro Aktie. Das ist also auch dividendenrenditenmäßig, wäre das also durchaus interessant. Für mich sind die durch. Ja, die haben irgendwann im September, habe ich mal mit dem Andreas Bernstein so einen kleinen Talk gemacht. Habe ich auch gesagt, ich denke, die fangen an zu starten. Jetzt ist mir ganz ehrlich, diese Bewegung von hier, da kann ich mal das hier ziehen, ist mir schon zu steil. Das sind 47% mit 51 Kerzen, sprich 51 Handelstagen. Das ist eine Menge Zeug. Dem jetzt hinterher zu rennen, da tue ich mich schwer mit. Ich gebe aber zu bedenken, wir hatten das schon mal, wir haben das häufiger in Lufthansa. Und zwar, wo war das? Das war diese Bewegung hier von 2016. Die war es kurz und dann ging die hier los von, wo war denn das? Das war 8,12 bis 32 war das, jetzt hier 22. Und das war mehr oder weniger nur mit einer kleinen Unterbrechung. Also das war schon irre. Die Lufthansa macht sowas. Das kann die. Hier, da ist nochmal, das ist das Prä-Corona-Hoch. Wo waren das? Das war bei 11,03. Also grundsätzlich meine ich, Lufthansa, ja, die werden weiter steigen. Denen geht's gut. Wenn die 20.000 Leute einstellen, dann brauchen sie die. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gleich so weitergehen. Ich rechne eher mit einer Pause. Und diese Pause sollte gehen so in dem Bereich 7,30, 7,40. Also ich renne dem jetzt nicht hinterher. Als nächstes hatte ich Puma. Puma, ach, da war alles Mögliche. Die Credit Suisse nimmt die Puma auf Outperform. Ja, ich weiß, Credit Suisse, aber sie macht es nun mal. Nimmt Puma auf Outperform hoch und rechnet mit einer Erholung auf 63 Euro. Da sind wir ungefähr hier hinter der 200-Tage-Linie. Begründung sind die starken Absätze in Europa und in den USA. Dann ein operativer Gewinn, Steigerung von 229 auf 258 Millionen Euro. Profitiert wie einige andere Werte. Da hätten wir Adidas, da haben wir auch BASF, die Autos, von der Lockerung der Covid-Maßnahmen in China. Es wurde immer mal wieder negativ gesprochen, dass die aus dem DAX rauskommen. Ich finde das überhaupt nicht so negativ. Wer meine Filme kennt, weiß, was jetzt kommt. Wenn ein Wert in den DAX kommt, dann ist das Ehre und Bürde gleichermaßen. Und dann hat meistens vor der Anzahl der Analysten ein solcher Wert mehr Fans oder mehr Folger aufgrund der Analysen, die gemacht werden, als Kim Kardashian auf Instagram.
Und das wird jetzt nicht mehr so viel sein. Also ich glaube, da werden sich ein paar Analysten zurückziehen. Und vor dem Hintergrund ist die freier, die ist unbeobachteter. Also ich finde es eigentlich grundsätzlich ganz in Ordnung, dass die da rauskommen. Wir haben hier dieses Hoch vom 15.11. bei 53,90. Da waren wir dran, ein kleines bisschen drüber. Ist noch nicht wirklich rausgenommen. Aber wenn ich diese Technik sehe, darf auch die Puma sich noch mal ein bisschen erholen, ein bisschen Luft schnappen, um dann den Weg zur 200-Tage-Linie zu finden. Diese ganzen Zahlen mit operativen Gewinn, der gestiegen ist, und Lockerung und so, finde ich alles in Ordnung. Trotzdem, der Markt, tja, der Gesamtmarkt ist momentan, ja, vogelfrei, vogelwild, vogelwild heißt das, ne? Und deswegen würde ich generell ein bisschen damit aufpassen. Ich, wie gesagt, mache am Donnerstagmorgen dann so einen Film über über Nasdaq und Dow Jones. Morgen kommt nichts. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.